Hallo, guten Morgen zu einer neuen Sendung von Asien Live. Ich habe zurückgeblickt über meine Reisen in Asien nachgedacht und dabei ist mir eins aufgefallen. Ich war anfangs einfach überwältigt von der Vielzahl der Tempel, von der überwältigenden Anzahl von Buddha-Statuen, die ich gesehen habe. Meine Freundin hat mich damals in jeden Tempel mitgenommen. Damals war aber die Verbindung und die Kommunikation noch nicht so weit, dass ich eigentlich verstanden habe, um was es geht. Und so war ich einfach dann überfordert. Heutzutage nach 8 Jahren reiner Asienaufenthalt fällt es mir schon leichter. Und so möchte ich euch etwas daran teilhaben lassen und habe gedacht, wir unterhalten uns einfach mal über die Buddha-Statuen. Es gibt ja viele verschiedene Positionen, Ausführungen und heute möchte ich mit dieser Sendung damit beginnen, euch mal zu erklären, warum es eigentlich eine Buddha-Figur für jeden Tag gibt. Jeder Mensch wird geboren und diesen Tag ist eine Buddha-Statue zugeordnet und das werden wir jetzt einfach mal gemeinsam beleuchten. Viel Spaß dabei, am Ende sehen wir uns dann wieder. So, beginnen wir also mit dem Montags-Buddha, Pa'ang Hamyat. Dieser soll Übles und Krankheiten von dem Montagsgeborenen abwenden. Es ist eine stehende Buddha-Figur und Buddha hält seine rechte Hand schützend nach oben. Seine Handflächen zeigen nach außen. Er wird auch der friedensstiftende Buddha genannt. Es gibt Abbildungen, wo die Figur vom Buddha beide Hände nach oben hält und anstelle der rechten Hand wird die linke Hand erhoben. Im Königreich der Riesen gab es einst den größten aller Riesen. Er war schon überheblich geworden seiner Größe. Buddha lag beim Eintreten des Riesen auf der rechten Seite auf einer Liege und stützte mit der rechten Hand seinen Kopf. Der Riese verweigerte Buddha seine Ehrerbietung. Buddha erteilte dem eingebildeten Riesen eine Lektion und wurde immer größer und größer, bis er größer als der große Riese war. Buddha zeigte ihm das Reich der Engel, wo jeder Engel 100-mal größer war als der Riese. Der Riese schämte sich seines Verhaltens Buddha gegenüber und machte ihm seine Ehrerbietung. Danach kehrte er einsichtig in sein Königreich, das Reich der Riesen, zurück. Der Dienstags-Buddha, Pa'ang Sayat. Der ruhende Buddha liegt auf der rechten Seite. Sein Oberkörper liegt auf einem Kissen, die rechte Hand stützt den Kopf, der linke Arm liegt auf der linken Seite und diese Stellung sieht recht bequem und gemütlich aus. In einer indischen Stadt herrschte Dürre, Hunger, Cholera und böse Geister. Buddha wurde um Hilfe gerufen und er ließ die Dürre durch einen starken Regen beenden. Es wurden Almosenschalen mit geweihtem Wasser gefüllt. Buddha lief mit seinen Jüngern betend durch die Stadt, um die kranken Menschen mit dem Weihwasser zu heilen und vertrieb damit die bösen Geister. Das ist also die Geschichte für den Dienstag-Buddha. Der Mittwoch-Buddha am Tage, Pa'ang Umbat. Für den Mittwoch gibt es zwei verschiedene Buddha-Abbildungen. Der Buddha steht tagsüber aufrecht, in seinen Händen hält er eine Almosenschale. Buddha besuchte
in Kapilayastu, seine Heimatstadt, die Familie, um auch dort zu predigen. Hoher Respekt wurde ihm von allen Menschen dargeboten. Nach seiner Predigt kehrten alle in ihre Häuser zurück und beschlossen, am nächsten Tag ein königliches Mahl für Buddha zu bereiten. Sie hatten aber vergessen, Buddha selber einzuladen, da man ja der Meinung war, Buddha würde schon von alleine kommen. Buddha hatte keine Einladung erhalten und ging so mit seinen Jüngern am Morgen mit der Almosenschale in den Händen durch die Stadt, um vom einfachen Volk ernährt zu werden. Zum ersten Mal hatten die Menschen von Kapilayastu das Privileg, Buddha mit seinen Jüngern mit der Almosenschale zu sehen und ihn und die Jünger mit Nahrung zu versorgen. Die zweite Buddha-Darstellung am Mittwoch, jetzt am Abend, genannt Paang Palelai. Buddha sitzt im Wald mit einem Affen und einem Elefanten, die ihm Essen und Trinken bringen. Seine rechte Hand liegt entspannt auf dem Knie, seine linke Hand auf dem Oberschenkel. Der Affe überreicht ihm eine Honigwabe und der Elefant einen Topf mit Wasser. Buddha war mit seinen Jüngern in Kosambi angekommen. Seine Jünger gerieten in eine heftige Diskussion. Dabei vergaßen sie, ihre Mahlzeit einzunehmen. Buddha ging in den Wald und ruhte sich unter einem Baum aus. Plötzlich kam ein Affe und ein Elefant. Der Affe gab ihm eine Wabe Honig zu essen und der Elefant überreichte Buddha einen Topf mit Wasser. So die Geschichte für den Mittwochabend. Der Donnerstag Buddha. Paang Samadhi. Buddha meditiert. Die Handflächen liegen nach oben zeigend, entspannt in seinem Schoß. Siddhartha Gautama unterwarf sich verschiedenen Disziplinen. Doch bekam er keine Antwort auf seine Fragen. Da meditierte er unter einem Feigenbaum, dem Bodhibaum. Nach langer Meditation wurde ihm schließlich die Erleuchtung gegeben. Siddhartha erkannte nun, dass Begierde, Gewalt und Unwissenheit die Quelle allen Übels ist. Ihm wurde bewusst, dass nur derjenige, der die Unwissenheit, die Begierde und die Gewalt überwinden kann, das ewige Nirvana findet und somit alles Leiden auf der Welt beenden kann. Durch diese Erleuchtung wurde Siddhartha zum Buddha. Buddha bedeutet ja übersetzt der Erleuchtete. Heute sind diese Tugenden unter dem Begriff die vier edlen Wahrheiten bekannt. Kommen wir nun zum Freitagsbuddha, Paang Rampueng. Der nachdenkliche, ruhig stehende Buddha, seine Hände liegen gekreuzt über der Brust. Buddha wurde von Tapusa und Bahalika, zwei Geschäftsmännern, besucht, die ihm eine Almosenschale überreichten. Diese beiden Männer kannten seine Lehre noch nicht. Sie diskutierten aber darüber, wie man die Lehre Buddhas dem einfachen Menschen verständlicher machen könnte, damit nicht nur die Gebildeten seine Lehre verstehen. Buddha machte sich Gedanken, einen einfachen Weg zu finden, damit die Menschen seine Lehre richtig verstehen konnten. Wir kommen zum Wochenende, dem Samstag Buddha, Paang Nagapoik. Wie schon im Namen angedeutet, Naga, geht es um eine Kobra. Eine Riesenkobra beschützt Buddha in seiner sitzenden Meditationshaltung. Sehr häufig kann man diese Darstellung in den Watts sehen. 7 Tage nach seiner Erleuchtung blieb Buddha weiterhin unter dem Bodhibaum sitzen, um zu meditieren.
in tiefer Meditation verfallen, wo er nichts mehr wahrnehmen konnte, setzte ein starker Monsunregen ein. Da erschien eine siebenköpfige Riesenkobra. Sie beschützte Buddha, indem sie ihr Kopfschild aufspreizte, damit Buddha seine Meditation trocken fortsetzen konnte. Als letztes folgt der Sonntagsbuddha, Pa'ang Tawai Net, die aufmerksame Buddha-Figur. Die Hände sind in der Höhe der Oberschenkel gehalten. Buddha steht aufrecht in Achtsamkeit. Seine Augen sind geöffnet, die rechte Hand liegt über der linken Hand. Als Buddha unter dem Bodhi-Baum die Erleuchtung fand, stand er auf, machte einen Schritt nach Nordosten und betrachtete den Baum 7 Tage lang. So wurde ihm das Leiden aller Lebewesen, auch des Baumes, bewusst. Die 8 Buddha-Statuen sind auch als Geburtstags- oder Glücksbuddhas bekannt. Mein persönlicher Geburtstagsbuddha ist der Montag und ich verehre ihn zu Hause bei mir und es gibt mir ein gutes Gefühl. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen über ein Like, über einen Daumen hoch, auch wenn ihr es teilt. Wenn ihr Kritikpunkte seht, wenn ihr Anregungen habt, bitte schreibt mir. Sachliche Kritik ist immer willkommen. Und ich sage Dankeschön und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen, hier auf dem Kanal Asien Live. Bis dahin. Tschüss, euer Rainer.